Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Rome Tolova 2 mit den Römern und es ist jetzt Zeit für die Landung in Sarmatien. Es ist 65 vor Christus und dementsprechend werden wir jetzt angreifen. Dementsprechend werden wir noch sag mir doch tatsächlich, dass ich das nicht schaffe. Das Problem ist ja, wenn ich jetzt noch warte. Wobei, es ist ja Frühling 65. Ja, das schauen wir dann mal, wie wir das machen. Vielleicht machen wir das, versuchen wir das. Und zwar, egal, komm, wir versuchen es jetzt einfach. Ich glaube nämlich, dass wir das sogar schaffen könnten. Wir können das schaffen. Und zwar, wir haben ja sehr viele Artillerieschiffe dabei. Und dementsprechend könnten wir das wirklich machen. Wir werden... Uiuiui. Bisschen zu viel getrunken hier. Wir könnten mit den Schiffen dann, also zuerst machen wir die Flotte kaputt. Und dann kommen wir mit trockenen. Trocken ist gut. So. Ich werde hier unten an Steam, hör auf. Ich werde hier unten angreifen, aber nicht mit den Evocati, sondern mit den gepanzerten Legionären, die halten ein bisschen mehr aus. Legionäre! Ich hoffe, der kann nicht bis dahin schießen. Das wäre jetzt ein bisschen ärgerlich. Ich will versuchen, mit den Katapulten den zu zerstören. Brennendes Geschoss ist Bonus für ein Gebäude. So. Der General schaut hier von hier zu. Für die Götter! So. Schwere Onage! Schieß! Oh, hi. Unsere Verstärkung ist eingetroffen! Achtung! Zeigt ihnen ihre Torheit! Zeigt ihnen! Wieso fahren die vor? Und wie sich ihre Götter von ihnen abgewandt haben. Wieso fahren die vor? Macht euch bereit. Dann fahren sie halt noch da. Bis die da oben sind. Evocati! Schnell vorrücken! Befehle, rein zum Einsatz! Doppelte Geschwindigkeit! Salve! Roma im Nahkampf-Infanterie bereit! Legionäre! Nahkampf-Infanterie! Stolze Römer! Ja, Kommandant! Ja, jetzt. Bereit! Schnell vorrücken! Jupiter gibt uns Kraft! Benitez!
Der Turm wurde zerstört. Zerstört. Das ist sehr. Adler Kohorte! Adler Infanterie, bereit! Evokati! Schnell! Wenn ich helfe, mutige Römer bis zum letzten Mann! Der feindliche Turm wurde zerstört. Jetzt ist halt noch die Frage nach dem der feindlichen Armee, wo die sich versteckt. Die Mauern sind durchbrochen! Hey, I'll kill you to the face!
Die Mauern sind durchbrochen! Sind durchbrochen! Position halten! Schnell vorrücken! Benitez! Halt! Schnell vorrücken! Doppelte Geschwindigkeit! Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Unser General wird angegriffen! Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Legionäre, du bist unser aller Mutter!
Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Ah, das ist die Art. Da kommt die Batterie! Hör rein! Die Gatos! Jupiter gibt uns Kraft! Position halten! In Bukhari! Legionäre! Mal alles geklärt. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Die Geschwindigkeit! Schnell! Mutige Römer! Bis zum letzten Mann! Verlieren! Jetzt die ganzen Geschossinfanterie zu euren Diensten! Leutchen! Ruhm für Kies! Auf die Kavallerie! Söhne des Morgens! Der feindliche General ist tot. Römer sind bereit, ihre Pflicht zu tun. Nahkampftruppen erwarten Befehl. Legionäre, Nahkampftruppen, Legionäre, nicht Legionäre. Demokratie, schnell vorrücken. Nahkampfinfanterie, schnelle Waffieren. Wie lange die halt aushalten, ne? Nahkampfinfanterie, zu euren Diensten! Ach, krass. Legatos! Die können hier eigentlich nicht stehen. Zu euren Diensten! Bogenschützen! Nahkampfinfanterie, bereit! Errungenschaft freigeschalten, Vollkraft. So, entscheidender Sieg. Verluste 520. Na. 300 hat er gekickt. Hui. Ja, 200. 200, 200. Ja, nicht schlecht. So, die Landung in Sarmatien war erfolgreich. Sehr gut. So. Ah, komm, Feinkosthandel hier. So. Ich erwarte eure Befehle. Sehr gut, das ist bereit zum Kampf. Niemand von mir. Genau, dich mache ich zum Prozent Angriffsbonus, das ist natürlich super. Das ist superbe. Der macht noch nichts. Okay, die Frage ist jetzt, wohin es mich jetzt verschlägt. Weiter nach Süden sind die Römer eigentlich nie gelangt. Die wollten auch eigentlich nie. Also erstens, das Partherreich war viel zu groß. Das konnten die nicht machen. Die konnten das nicht besiegen. Also irgendwann, also wenn sie wirklich gewollt hätten, hätten sie das wahrscheinlich besiegen können, weil die Römer, die hatten halt den Vorteil, dass sie wirklich überall ihre Einheiten rekrutieren konnten und die hatten ein fettes Reich. Also das sieht man ja hier. Und die hatten ja Zugriff auf alles Mögliche.
alle mögliche zur Kriegsführung. Und das Problem war, dass egal wie stark sie mit der Armee, mit der Legion waren, das hat hier unten überhaupt nichts gebracht. Weil die Pater zum Beispiel haben mit ihrer Plänkler-Kavallerie einfach alles ausgespielt, was die Römer da reingesteckt haben. Die hatten hier, soweit ich weiß, zwei Legionen, die die Grenze zu dem Paterreich sichern mussten. Genau. Und das Problem war, also die haben zwar immer wieder versucht, vorwärts zu kommen oder also zu erobern, aber die wurden immer zurückgedrängt. Aber die haben es ja nicht wirklich so krass versucht wie zum Beispiel bei Britannien. Da haben sie ja von Anfang an, also nicht von Anfang an, Caesar war ja 100 Jahre zuvor, war er ja da. Und hat versucht, die anzugreifen. Also das werden wir jetzt auch demnächst sehen. Das ist 50. 51 vor Christus haben sie hier zum Beispiel Calomondolum, irgendwie so, erobert. Und sind dann ein bisschen weiter gekommen. Aber haben, ja, haben so viel Widerstand erfahren, dass sie halt fliehen mussten. Und 100 Jahre später erst, unter Kaiser Claudius, wurde dann Britannien nochmal angegriffen. Und nach einem Jahr wurde sogar gesagt, dass die das geschafft haben. Und ja, und es war aber noch irgendwie 50 Jahre oder so Schlacht da oben, bis Kaiser Trajan dann die Mauer gebaut hat. Trajans Wall. So, gut. Ich glaube, jetzt erstmal werden wir nichts tun. Ja, wobei hier unten, also der Spion kann eigentlich dann demnächst auch hier hochgehen. Wir lassen zwei Legionen hier unten und dann, also wir erobern dann bis hier oben, also hier dieser Fleck wird noch erobert, aber das war dann auch das Maximale, also weiter, also hier weiter östlich sind sie nie gegangen, sondern haben quasi hier das noch erobert. Und dann ist, glaube ich, schon soweit, um Gallien zu erobern. Gut. Aber das sehen wir erst. Ja, schauen wir erstmal an, was die anderen so machen. Und dann, ja, werden wir sehen, wie wir weiter angreifen werden. Also, jetzt muss ich halt, ich habe jetzt, glaube ich, vier Legionen im Osten. Ah, mit Kusch muss ich auch noch schauen, dass wir wieder ein bisschen auf den grünen Zweig kommen. Ich will nicht, dass unten die ganze Zeit. Ja, wobei, wirklich schon spaßig. Also ich lasse, wie gesagt, zwei Legionen unten. Und die anderen werden dann Richtung Norden gehen. Und eben Türkei zu vergrößern, sozusagen. Sabah ist hier aber auch ziemlich. Frieden ist kein leichtfertiges Wort. Krieger sprechen. Nee. So. Ich muss dann auch mal schauen, wie genau die Grenzen verliefen.
Also um 60 rum. Oh nein, edler Tod, wer ist gestorben? Huh. Haus der Cornelia. Ja, ist ganz gut. Wieso hat der keinen Helm auf? Attentatsplan. Eure töteten den Attentäter. Ihr behauptet eure Stärke und alle sind beeindruckt. Ah, genau, das war ja das. Ein Kind ist geboren, natürlicher Tod, General. Wo war der? Ah, okay, ja, da oben. Das war ja. Ja, war ja klar. So. Genau, der stapft jetzt weiter fröhlich nach oben. Genau, und wie es weitergeht, werden wir dann das nächste Mal schauen. So, jetzt können die nämlich auch wieder die Kavallerie rekrutieren und du kannst jetzt auch Militärausbildung machen. Gut, dann werde ich mal schauen, ob ich die attentatieren kann. Natürlich nicht. Okay, gut. Ja, bis zum nächsten Mal. Bye, bye.